Hallo, herzlich willkommen hier bei Achtsport. Wir blicken auf die Fußball-Oberliga. Am Sonntag gab es in der Leipziger Red Bull Arena ein einmaliges Spiel zu bestaunen. Der erste FC Lok und der FC Sachsen lieferten sich erstmalig in dieser Saison eine Partie der Meisterklasse. Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Zusehen. So, schade, die Stadionatmosphäre habt ihr ein wenig verpasst. Beide Mannschaften marschieren gerade aufs Feld, beziehungsweise jetzt stehen sie schon im Mittelkreis. Bis kurz vor einer halben Stunde hier vor Anpfiff habe ich gedacht, ich bin in einem Trauerhaus, also von Derby-Stimmung noch nicht viel zu spüren. Aber jetzt geht es ja auch um Oberliga-Punkte. Lok Leipzig schießt noch ein paar Bälle in ihre Fans, die wohl gestärkt aus ihrer gestrigen Mitgliederversammlung raus sind. Am Mikrofon hier der Erik. Der Dirk hat ja schon anmoderiert, Auswärtsspiel. Da habe ich die Ehre, euch wieder durch die 90 Minuten zu begleiten. Und die Leutscher spielen mit ihren Fans im Rücken nicht zuerst die erste Hälfte. Nein. Sie wechseln nochmal die Seiten. Also, Lok hat den Leutscher Block im Rücken und Felix Weiß den Lok-Block. Lok sozusagen von links nach rechts und die grün-weißen Leutscher von rechts nach links. Aufstellung, das Wichtigste in diesem Spiel. Wir fangen an beim Gastgeber, der 1. FC Lokomotive Leipzig. Unter Trainer Mike Sadlo hat folgende Elf aufs Feld geschickt. Jan Evers im Tor, dann weiterhin im Feld Benedikt Seipel. Ich habe übrigens gerade verpasst. Anstoß. Seit 4 Sekunden läuft die Partie. Also Benedikt Seipel mit der 2. Mit der 3 Markus Krug. Mit der Nummer 8 Jens Werner. Mit der Nummer 9 Benjamin Frauenholz. Mit der Nummer 12 Heiner Backhaus. Mit der Nummer 13 Stefan Knof. Mit der Nummer 15 Sebastian Seifert. Mit der Nummer 17 Mannschaftskapitän bei Lok Thorsten Görke. Und mit der Nummer 18 Pavel Devadi. Und zu guter Letzt erster Einsatz für einen Neuzugang bei Lok, wenn ich das richtig verstanden habe, mit der Nummer 22 Sebastian Kiebak. Ersatzspieler bei Lok Leipzig. Fürs Tor mit der Nummer 20 Alexander Glaser. Mit der Nummer 6 für dann fürs Feld Christoph Schulz. Mit der Nummer 7 Alexander Kuhnert. Mit der Nummer 10 René Heusel. Mit der Nummer 23 Markus Salbach. Mit der Nummer 25 Markus Rotkorb. Und einige Leutscher, die mal das grün-weiße Trikot anhatten, ja, in der Startformation oder eben auf der Bank. Da sind wir schon bei den Grün-Weißen. Gibt die erste Ermahnung auf dem Feld. Zeit für uns bei der Spielunterbrechung wegen eines Fouls mal noch schnell die Leutscher-Aufstellung über den Sender zu schicken. Im Tor mit der Nummer 1 Felix Weiß. Dann im Feld mit der Nummer 2 Christopher Kuckelt, mit der Nummer 5 Sven Werner, mit der Nummer 8 Mario Scholze, mit der Nummer 9 André Wawinek, mit der Nummer 10 Quisha Schubidice, mit der Nummer 11 Daniel Heinze, mit der Nummer 12 Sven Seitz, mit der Nummer 15 Enrico Köckeritz, der heute den Mannschaftskapitän mimt auf dem Feld. Kevin Kittler ist ja noch leicht verletzt, sitzt aber auf der Bank. Mit der Nummer 16 weiterhin der Stadtformation Matthias von der Weed und mit der Nummer 20 Robert Adler. Ersatzspieler bei den Deutschern im für das Tor mit der Nummer 23 Daniel Richter und weiterhin dann fürs Feld Kevin Kittler, wie eben erwähnt, mit der Nummer 6 sitzt auf der Bank. Weiterhin mit der 7 Florian Felger, mit der 14 Thorsten Gundlach, mit der Nummer 18 Fabian Schössler, mit der Nummer 22 Marco Denhardt. Auf dem Feld die Leutscher über die linke Seite mit einem langen Pass in den Strafraum. Da ist aber der Lok-Torhüter Jan Evers eher am Ball als Sven Seitz. Schiedsrichter, wollte ich noch sagen, Andi Weißenborn aus Berlin pfeift diese Partie. Und Assistenten von ihm an den Linien Martin Schwemin und Angela Hahn. Also auch eine Dame an der Linie, steht bei uns gerade rüber. Super Wetter eigentlich, es scheint auch die Sonne auf einige Teile hier
ins Stadion hinein. Rest für die, die hier im Nachfolgegang die Fernsehaufzeichnung sehen, werden das ja eher beurteilen können. Schubi aus 18 Metern mit Schuss, aber eben weit, weit links am Tor vorbei. Kwesha Schubidice. Und das Ganze jetzt in der vierten Spielminute, die schon angebrochen ist. Auf dem Feld zurzeit noch etwas ruhiger. Es gab ja schon Derbys, da musste man sich die Ohren zuhalten. Heute geht es mal einigermaßen. Abstoß vom Tor des ersten FC Lok kommt in der Mitte runter. Und Lok könnte über die linke Seite gehen, der 22er und Christopher Kuckelt. Christopher Kuckelt, fairer Oberkörpereinsatz, den Ball zu Köckeritz. Köckeritz lang nach vorne gespielt. Lok kann erstmal abköpfen. Heiner Backhaus zum ersten Mal am Ball und kriegt den Einwurf nicht. Die Leutscher schnelle Einwurfausführung. Schubi könnte sich da durchsetzen, bleibt am zweiten Blau-Gelben hängen. Dann wieder ein langer Pass nach vorne. Seitz auf der linken Seite mit Ball am Fuß. Spielt links raus auf Robert Adler. Robert Adler versucht wieder auf Seitz zurückzuspielen. Pass kommt nicht so richtig an. Lok kann erstmal klären und kontert jetzt über die rechte Seite. Ist schon über die Mittellinie in der Hälfte der Leutscher, der Zweier. Der Benedikt Seipel. Und der nächste Lokspieler bricht ab. Und das wird wohl ein Foul auf alle Fälle. Aber es gibt keine Karte. Da wurde Benjamin Fraunholz gefoult. 30, 35 Meter. Halbrechte Position vor dem Sachsentor. Ausführen diesen Freistoß wird Mannschaftskapitän von Lok Thorsten Görge. Mauer steht. Jürgen läuft an, genau durch die Mauer und Felix Weiß, absoluter Fehler, durch die Füße, 1:0 für Lok Leipzig. Sechste Spielminute. Ich bin erstmal ruhig. Also wie gesagt, 35 für die, die jetzt live Radio hören. 35 Meter Freistoß. Görge läuft an, sammelt den durch die Mauer und sehr unglücklich. Felix Weiß. Da habe ich gedacht, da gräbt den Ball unter sich und da kullert der Ball hinter ihm durch die Füße durch ins Tor und Lok Leipzig führt 1:0. Jetzt bin ich gespannt, ob die Leutscher sich hier erholen können von diesem frühen Rückstand, aber das ist vielleicht auch nicht schlecht, ein frühes Derby-Tor und dann entwickelt sich hier ein Fußballspiel. Und so für die Zuschauer im Hintergrund, Lok Leipzig ja auch mit neuem Stadionsprecher ausgestattet. Die letzten Spiele schon, weil der sonst immer gesprochen hat, hat ja aufgehört. Und Lok schon wieder am 16er mit Fernschuss und diesmal hat ihn Felix Weiß sicher. Also man muss feststellen, Lok zurzeit mit den besseren Chancen. Und schon wieder über die rechte Seite unterwegs, die Leutscher. Und da ist Sven Werner, der lässt aber noch den Lok-Spieler zum Flanken kommen. Aber in der Mitte kommt Sebastian Kiebak, zu spät. 3-4 Meter fehlten da. So, ich kriege jetzt meine Rauchutensilien, wie unschwer im Hintergrund zu erkennen war. Ja, aber
aber die Leutscher über die rechte Seite unterwegs. Mario Scholze im Mittelfeld umringt von zwei Lokspielern und der Schiedsrichter gibt Freistoß. Liegt noch ein deutscher Spieler verletzt am Boden, aber er kann bestimmt gleich wieder machen. Oh, die ärztliche Abteilung darf noch aufs Feld kommen. Wir warten ab, was hier passiert zurzeit, also Spielunterbrechung. Und wie gesagt, für die Leutscher Fans steht 0-1, für die Lokfans 1-0. Hier im Derby der Stadt Leipzig in der Oberliga zwischen Lok Leipzig und dem FC Sachsen. Ein 35 Meter Freistoß von Dirk Görge durch die Mauer und durch die Beine von Felix Weiß. So. Ein deutscher Spieler steht wieder an der Seitenlinie. Kannst von hier oben leider nicht erkennen, wer es ist. Freistoß kommt an die 16 Meter Raum erstmal geklärt. Dann Sven Werner mit einem Querschläger. Enrico Kökerötz hilft hinten aus. Und dann kann Lok erstmal hinten wieder klären. Wobei der Ball schon wieder zurückkommt. Und da kommt Schubidice nicht so richtig am Ball. Barwinek schön auf Seitz, auf die linke Seite. Und Seitz direkt. Schuss aber auch weit links am Tor vorbei. Also die ersten Zuckungen der Leutscher. Mal wieder. Wir befinden uns schon in der 10. Spielminute hier im ehemaligen Leipziger Zentralstadion. Der RB Arena. Mittelfeld. Scholze. Nein, das war Robert Adler, der den Ball fast verloren hat. Sven Werner hilft aus. Hinten Robert Adler hat den Ball jetzt links. Auf die linke Seite. Sven Seitz. Sven Seitz versucht auf Daniel Heinzing, scheitert aber an einem Nummer 12 Spieler, Heiner Backhaus, der noch vor kurzem, was heißt vor kurzem, das grün-weiße Trikot anhatte. Und wir warten auf den Foul-Freistoß von Lok Leipzig, den Torhüter Jan Evers ausführt. Ball kommt, senkt sich in der Leutscher Hälfte auf der rechten Seite. Robert Adler kann erstmal den Ball behaupten, bedrängt von Pavel Devati. Und Sven Werner löppt den Ball erstmal ins Seitenhaus. Also trotz des Block so tief in der Tabelle unten im Abstiegsstrudel steckt, finde ich sie zurzeit gefährlicher. Ein Wurf weit in den Strafraum rein und Kökerötz klärt den Ball erstmal Richtung Mittellinie. Sven Werner mit weiten Pass nach vorn. Backhaus den Ball wohl angenommen. Nach rechts gespielt auf den Achter, auf Jens Werner. Jens Werner immer noch mit Ball am Fuß an der rechten Seite. Durchgesteckt in den Strafraum hinein. Reingelegt und dann klärt in höchster Not schon wieder Enrico Kökerötz. Einwurf kommt schon wieder, Kopfball und 2 Meter über das Leutscher Tor. Kopfballabsender. Wenn er sich mal zeigt, kann ich die Nummer sehen. Nummer 9, Benjamin Braunholz. Abschluss vom Leutscher Tor. Schubidice mit Ball am Fuß Richtung Mittellinie unterwegs. Und der Ball erstmal wieder durch den Abwehrverbund. Ein eklatanter Fehlpass von Sven Werner. Und Lok stolpert auf diesem nicht mehr WM-Rasen hier im Stadion. Lässt den Ball leider oder zum Glück für die Leutscher liegen. Setzen aber nach. Lok schon wieder mit Ballbesitz in der Leutscher Hälfte. Der Zweier Benedikt Seibel auf der rechten Seite unterwegs. Und er kann erstmal ein Leutscher klären. Sven Werner ist es und es gibt die erste Ecke
im Spiel für Lok Leipzig. Die haben natürlich Streit mit 1-0-Führer im Rücken. Thorsten Bürge führt aus. Von der rechten Seite. 14. Spielminute. Läuft. Kommt schon wieder in den Strafraum und dann hinten noch ein Lokspieler vollkommen frei am linken Eck und er verzieht zum Glück rechts am Tor vorbei. Ecke kommt in den Strafraum, wird per Kopf verlängert und hinten stehen zwei Lokspieler links am Tor frei. Und der, der den Schuss abgegeben hat, verzieht. Foul im Mittelfeld. Schubidice liegt am Boden. Gefoult von Benjamin Braunholz. Er kriegt jetzt noch eine Ermahnung, entschuldigt sich aber. Shake hands. Weiter geht's. Beispiel ausgeführt auf der rechten Seite. Matthias von der Weh zurückgespielt auf den Christopher Kuckel. Kuckel weiter rechts raus. Und da verlieren die Leute schon wieder am linken Strafraum den Ball. Und Seibel hat schon wieder den Ball wiederbekommen. In der eigenen Hälfte. Und die Leutscher ziehen jetzt ein bisschen an Tempo an, versuchen früher zu stürmen. Barwinek geht auf der linken Seite, aber der Lokspieler kommt trotzdem noch den Pass nach vorne. Und der 18er ist unterwegs. Pavel Devati im Strafraum drin. Der sorgt dafür Wirbel. Und Sebastian Tieber kommt da fast zum Schuss. Wäre nicht Felix Weiß auf den Ball gesprungen. Also die können zur Zeit hinten ziemlich viel machen. Die Mannschaft, die das blau-gelbe Trikot anhat. Jetzt eklatanter Fehlpass von Sven Seitz, wollte ich gerade sagen, aber der Lokspieler, der zentral stand, den Ball dennoch gut hat. Dann wieder schlechte Ballannahme von Robert Adler und Lok schon wieder unterwegs auf der rechten Seite. In die Mitte diesmal gespielt, da muss Christopher Kuckel sich sputen, dass er nicht von Sebastian Kieberg überrundet wurde. Den schießt er auch noch an bei seiner Kläraktion und der Ball geht glücklicherweise ins Seitenaus. Und im Mittelfeld zurzeit der Ball. Seitz gewinnt einen Kopfball. Schobi zurückgelegt auf Matthias von der Weth. Matthias von der Weth schickt links, links Seitz. Wenn Seitz links am Strafraum drin, am linken Strafraum legt ihn quer. Aber weder Freund noch Feind. Der Ball kullert durch den Strafraum geradewegs über die Torauslinie rechts am Tor vorbei. Also die Konter der Leutscher sind noch nicht ausgereift. Der Schiedsrichter rennt jetzt nochmal rüber zur Seitenauslinie. Ich weiß nicht, was er hat. Oder was zu Lok-Trainer Mike Ladlow gesagt hat. Das Spiel läuft schon wieder weiter. Und Lok hat Freistoß. Knapp hinter der Mittellinie, in der Leutscher Hälfte. Und den dürfte Neuzugang von Lok Heiner Backhaus machen. Bringt den an den Elfmeterpunkt. Enrico Kökeritz köpft erstmal ab und dann ist Matthias von der Weth auf der rechten Seite erstmal da. Und verliert den Ball schon wieder, also spielt den Lokspieler, der am Boden schon liegt, an. Und hinten muss Enrico Kökeritz klären. Dann wäre ein Zufallsprodukt, dass der Ball dann doch noch in die Lokhälfte vorkommt. Aber Lok schon wieder mit langem Pass nach vorne und den hat schön Mario Schulze im Mittelfeld angenommen. Hat das mal zu tun, den Ball zu kontrollieren. Hier auf diesem Rasen. Und dann spielt Enrico Kökeritz erstmal auf Felix Weiß zurück.
Und die grün-weißen Leute müssen neu aufbauen. Aus der eigenen Hälfte. Sind jetzt in der Lokhälfte. Barwinek. Den Ball auf Scholz zurück und Scholz mehr mit einem Querschläger statt mit einem Pass auf die rechte Seite auf Daniel Heinze. Daniel Heinze hat aber kurzzeitig mal das Kopfballduell gewonnen. Dann wollte ich gerade sagen, Leutscher Fehler im Mittelfeld und es ist immer noch so, dass die Blau-Gelben den Ball nach vorne spielen auf die linke Seite, aber dann läuft noch keiner. Und Kuckel kann den Ball erstmal wieder auf Kückeritz zentral spielen. Rüber auf Sven Werner. Kückeritz und Sven Werner zentral in der Abwehr. Rechts Kuckelt, links Robert Adler. Im Mittelfeld dann Mario Scholze, Grisha Schubidiz, Sven Seitz und Matthias von der Weth und unsere zwei Stürmer. Und André Barwinek und Daniel Heinze bei den Grün-Weißen. Und es gibt die erste Ecke für die Grün-Weißen. Von der rechten Seite. Das Ganze in der 20. Spielminute. Doch keine Ecke. Einwurf war es doch noch. Aber da kommt er in den Strafraum rein und da kann Lok erstmal klären vom Elfmeterpunkt. Den Ball hoch ausgeschlagen. Robert Adler, der scheitert schon wieder an einem Gegenspieler. Der Ball hoppelt durch die Reihen. Und dann Kuckelt fast mit Fehler. Aber Sven Werner klärt nochmal und verliert den Ball. Und Kuckelt ist dahinter. Aber der Lokspieler hat wohl das Bein zu hoch gehabt. Schiedsrichter Andy Weißenborn als Berlin pfeift das ab. Rechtlos für die Grün-Weißen. Auf Schubi. Schubi zentrale Position. Schön links rausgelegt auf Sven Seitz. Sven Seitz, der Torwart vor ihm. Ist am Torwart vorbei. Könnte reinschießen. Keiner kriegt den Mille rein. Am Torwart schon vorbei. Und das Ganze in der 21. Minute. Und im Mittelfeld jetzt Foul eines Leutschers an einen Lokspieler. Da gibt es auch erstmal die Ermahnung. Riesenmöglichkeit. Sven Seitz schön den Torwart, der rausgekommen ist, aussteigen lassen. Dann stehen drei Lokspieler vor ihm im 5-Meter-Raum. Und keiner kriegt die Kugel ins leere Tor. Freistoß für Lok. Senkt sich im Strafraum und Nachschussgelegenheit für den Zweier und bleibt Gott sei Dank hängen. Nochmal eine Chance für den 22er, der links durchgeht und Kückeritz klärt in höchster Not. Und was macht er jetzt noch, der Schiedsrichter? Gibt es immer noch tagtäglichen Freistoß oder was hat er jetzt gesehen? Gelbe Karte für Christopher Kuckelt. Und Freistoß vom 16-Meter-Raum für Lok. Fast zentrale Position. Mir wird wieder Angst und Bange. Wenn man Leutscher pendelt. So. 22. Spielminute. Freistoß. Weiß nicht, ob den Jürgen wieder direkt nimmt. Und er kommt wieder und diesmal ist Felix Weiß. Hatten in der Hammer. Also die Leutscher Mauer bei Freistößen. Warum die überhaupt steht. Leutscher durchs Mittelfeld. Sven Werner wieder zurück auf Kückeritz. Kückeritz rechts drauf aus den Gelb. Nun vorbelasteten Christopher Kuckelt. Der mit langem Pass nach vorne, aber der erreicht André Barwedig nicht. Und dann Fehlpass von Matthias von der Weth. Und Lok kommt schon wieder mit hohem Ball. Und den kann erstmal abköpfen Sven Werner, aber Lok schon wieder unterwegs, rechte Seite. Umringt von Robert Adler. Robert Adler aber hinterher. Und hinter ihm klärt dann erstmal Matthias von der Weth ins Aus. Und Lok hat in Höhe des 16er, des Leutscher 16ers Einwurf. Thank you.
kommt in den Strafraum raus, rausgeköpft. Schubi könnte da nochmal nachsetzen. Oder bedrängt Backhaus mit Ball, schießt einen Leutscher in den Arm. Aber der Schiedsrichter lässt leider laufen. Schubi liegt noch am Boden, der Schiedsrichter unterbricht die Partie. Schubi also schon das zweite Mal gelegt in diesem Spiel. Sieht aus, als hätte er einen Schlag ans Wadenbein bekommen. Jedenfalls hält er sich das. Medizinische Abteilung geht aufs Feld und wieder kurze Pause. Also die Riesenchancen wurden fast alle genutzt. Lok hatte zwei per Freistoß. Die erste haben sie genutzt durch die Mauer und durch Felix Weiß seine Füße zum 1:0 in der sechsten Minute. Dann Sven Seitz, der schön den Torwart links im Strafraum aussteigen ließ und dann den Fünfer an den Lokspieler scheitert und den Ball nicht ins leere Tor unterbringt und dann eben vor fast zwei Minuten der Lokfreistoß aus 16 Metern zentral, der wieder durch die Leutscher Mauer geht, aber wo Felix Weiß diesmal unten ist und den Ball sicher hält. Und weiter geht's ja auf dem Feld mit Schiedsrichter Ball. Und Spiel läuft wieder. Auf der rechten Seite guckelt Daniel Heinze nach vorne auf Barwinek. Barwinek wollte den Ball wohl zurückstecken, aber der Lokspieler war schneller. Und Heinze holt sich den Ball wieder. Schiedsrichter sagt, weiterspielen. Da liegt der nächste Leutscher am Boden und es gibt Einwurf. Und der Neuner von Lok kriegt wohl wegen Meckerns eine gelbe Karte. Das ist Benjamin Braunholz. Und die Leute kriegen Freistoß, der war aber gar nicht an dem Foul beteiligt, der hat aber irgendwas zum Schiedsrichter gesagt. Er hat sich gleich umgedreht und hat ihm den gelben Karton gezeigt. Und die Leute mit Freistoß, Gregoritz nach vorne, fast an den 16 Meter Raum. Schubi Dietze verlängert nochmal an die 16 Meter Raumlinie und kriegt den Ball schlecht zugespielt von Mario Scholze, aber kriegt den Freistoß, weil ein Lokspieler zu Bein hatte. Das sind 40 Meter Torentfernung. Daniel Heinze berät sich mit Schubi Dietze, die da am Ball stehen. Lok zieht vor, mit zwei Mann Mauer zu stellen. Heinze schießt, an den Elfmeterpunkt erstmal geklärt von den Blau-Gelben. Und verlieren den Ball. Barwinek hat den Ball schön zurückgelegt und nach vorne gespielt von den Leutschern, aber der Ball kommt nicht so richtig in die gefährliche Position. Da kann sich erstmal im Mittelfeld den Ball zuspielen und Matthias von der Weth setzt Robert Adler ein. Robert Adler lässt da zwei Lokspieler aussteigen. Dann muss ich auf der rechten Seite Daniel Heinze jetzt beweisen. Bringt den Ball an den Elfmeterpunkt, aber der Torwart ist da vor Andre Barwinek und hat den Ball sicher. Und er lässt sich jetzt schauspielmäßig auch fallen, hält sich den Arm. Und Andre Barwinek ist gar nicht so richtig zum Zuge gekommen. Hört vielleicht auch zum Derby dazu, ein bisschen Schauspielerei, entschuldigen sich. Und Freistoß für Lok Leipzig. Markus Krug bei Lok Leipzig wurde vorhin noch behandelt. Er darf jetzt wieder am Spielgeschehen teilnehmen. Und der Ball im Mittelfeld und schon wieder von Blau-Gelb in der Leutscher Hälfte geführt. Robert Adler erstmal geklärt. Matthias von der Weth kriegt den Ball nicht so richtig nach vorne, aber schießt einen Lokspieler Pavel Devati an. Einwurf. Robert Adler nach vorne gebracht. Barwinek kommt gegen zwei Lokspieler nicht so richtig zum Kopfball. Und dann verliert Robert Adler den Ball.
gegen Pavel Devati, der schon wieder auf der rechten Seite unterwegs ist und den Freistoß bekommt. Mario Schulze kriegt für diesen Zweikampf noch die gelbe Karte. Und das Ganze in der 29. Spielminute. Also jetzt schmeißt der Schiedsrichter ganz schön mit den Karten um sich. Zwei Leute verloren, Christopher Kuckelt und Mario Schulze und einer von Lok Leipzig, Benjamin Braunholz. Ein wieder gefährlicher Freistoß, Thorsten Görge. Spät bereit, fast von der rechten Strafraumecke. Ball kommt an den Fünfer und Sven Werner kippt das mal raus, aber Nachschussgelegenheit für Lok Leipzig und er denkt sich gefährlich übers Tor, da ist auch noch Felix Weiß dran. Und es gibt die zweite Ecke für Lok. In der 30. Spielminute. Eckball. Da warten wir auf die Ausführung. Kommt in den Strafraum herein und Felix Weiß an die Querlatte. Oder ist er von der Querlatte raus? Nein, der Schiedsrichter meint, es gibt Abstoß. Also ist er wohl direkt an die Querlatte geflogen und von da ins Aus oder übers Tor. Also wieder gefährliche Aktion. Und der Ball in der Hälfte von Lok Leipzig. Schöner Pass links raus auf Sven Seitz. Er hat zu tun, da an zwei Lok-Spielern vorbeizukommen und bleibt auch prompt hängen. Ball nach vorne. Da Sven Werner, der den Ball erstmal postwendet, wieder zurück. Und da kommt Heinze nicht im Kopfball. Erklärt das mal sein Gegenspieler. Seitz hat wieder den Ball auf Schubi links rausgespielt. Schubi bleibt an Lokspieler hängen, holt sich den Ball eigentlich fair zurück, aber der Schiedsrichter pfeift ab und gibt Freistoß für Blau-Gelb. Ball kommt an den 16er und da hat Kückeritz zu tun, aber hinter ihm noch Kuckelt, der aufpasst, den Ball erstmal hoch herausschlägt, im Mittelfeld runterkommt und Lok dann in Person von Thorsten Görge, der den Ball dann links querfeld einschlägt und im Seitenhaus ist der Ball dann über der Linie. Und die Leutscher, Matthias von der Weth, wieder schön links raus auf Sven Seitz, war ein bisschen zu kurz, der Lokspieler kann klären, aber die Leutscher haben noch einen Wurf. Ein paar Meter hinter der Mittellinie, in der Hälfte der Blau-Gelben. Die Blau-Gelben führen den Ball und Kuckelt verspringt der Ball hier auf dem Rasen, aber Kückeritz hinter ihm passt auf. Vor dem heranstürmenden Sebastian Kiebak. Wieder Fehlpass der Leutscher beim Abspiel. Wieder kommt der Ball schön zentral und da war es mir nicht so sicher. Da wird der 18er Pavel Devati eigentlich in meinen Augen gefoult, aber diesmal lässt der Schiedsrichter weiterlaufen und die Leutscher im 16er. Gibt es da Ecke? Nein, der Schiedsrichter hat Abseitsposition gesehen. Den Pfiff hat wohl André Barwinek nicht gehört. Er hat den Ball sowieso links am Tor vorbeigesetzt. Und es gibt Abseitsfreistoß aus der Hälfte von Lok Leipzig. Kuckelt muss da hinten schon wieder Kopf und Kragen riskieren, um den Ball da zu bekommen. Kekoritz hilft jetzt aus, nach vorne auf Barwinek. Barwinek spielt wieder quer und wieder genau einen Blau-Gelben vor die Füße.
Und schon wieder Birke mit einem Querschläger ins Seitenhaus. Dann gibt es Freistoß für Lok. Und der Ball an der Leutscher Strafraumgrenze, wollte ich gerade sagen. Da hat der Schiedsrichter auch ein Handspiel gesehen. Schnelle Freistoßausführung der Leutscher. Robert Adler mit Ball am Fuß auf der linken Seite, aber noch in der eigenen Hälfte. Nach vorn gespielt, Daniel Heinze. Und da gibt es den Freistoß. Da hat sich der Lokspieler zu sehr eingesetzt. Das war Markus Krug mit der 3. Ja, den Daniel Heinze mit der 11 von den grün-weißen Trikotträgern umgerempelt hatte. Freistoß kommt, Maria Scholze führt ihn aus, in den Strafraum rein, aber an Freund und Feind, wie man so schön sagt, vorbei ins Tor aus. Abschluss also wieder vom Tor von Jan Evers. Und mittlerweile hier die 35. Spielminute. Spielstand seit der 6. Minute 1:0 für Lok Leipzig. Nach einem Freistoßtor durch die Mauer und durch Felix Weiß seine Beine. Und die Leute auf der rechten Seite, Schubi Dietze, versucht einen Querpass vorzubringen. Er kann aber Matthias von der Weet nicht laufen, beziehungsweise auch André Barwinek nicht, weil die hätten dann im Abseits gestanden. So verpufft die Chance in Jan Evers Arme. Und das Spiel plätschert einstweilen so vor sich hin. Knapp 10 Minuten vor der Halbzeit. Ball im Mittelfeld hin. Und her. Sven Werner diesmal mit einem langen Pass zentral, aber viel zu weit für Sven Seitz, Grisha Schubidice und André Barwinek. Jan Evers ist zur Stelle gewesen, hat den Ball auch schon wieder ins Spiel gebracht. Und nach einigen Kopfballstaffetten im Mittelfeld muss Enrico Kökeritz mal wieder einklären. Maria Scholze auf Matthias von der Weet. Von der Weet mit Ball am Fuß auf Grisha Schubidice. Der lässt den Zweier vom Lok Benedikt Seibel aussteigen, bringt den Ball nach vorne. Matthias von der Weet legt ihn quer, aber geradewegs in die blau-gelbe Sondergelegenheit. Die sind auf der linken Seite unterwegs. Sebastian Kiebak hat den Ball umringt von einem Leutscher und die können erstmal klären. Und Einwurf für die Grün-Weißen am eigenen 16er auf der rechten Seite. Und den führt Christopher Kuckelt aus. Ball nun im Mittelfeld. Lok erstmal wieder den Ball nach oben gebracht. Haben aber den Ball erobert in der Leutscher Hälfte. Wollten ihn jetzt geradewegs durchstecken. Und Matthias von der Weet, pass auf Barwinek. Barwinek wird gelegt auf Schubi. Schubi im Laufduell mit einem Lokspieler, der kann den Ball erstmal klären, aber die Leute setzen ihn daher. Robert Adler auf der linken Seite treibt den Ball nach vorne, bringt den an den 16er und Barwinek steht 3 Meter am Abseits. Das muss er aber sehen als Stürmer und kommt nicht mal an den Ball ran. Und es gibt Abseitsfreistoß vom Tor der Lokomotive. Und ich für die Fernsehzuschauer, die das hier im Nachgang alles sehen, zu viel reden sollte, muss man dazu sagen, wir nehmen den Ton auf diese Spielübertragung vom Internet Live Radio Leutsch.
Daher muss ich auch für die Radioleute immer mal mehr erklären, wo der Ball sich gerade befindet. Und das auch zum besseren Verständnis für die heutigen Radiohörer. Das ist noch eine andere Stimme, nicht wie bei den sonstigen Heimspielen. Ich kommentiere für Radio Leute schon mal die Auswärtsspiele. Wir hoffen, dass es gefällt. Wir haben es vorher auch noch angenehm, freundschaftlich mit den Kollegen von Lokruf unterhalten, die ja auch ihre Heimspiele immer dem 8-Sportfernsehsender zur Verfügung stehen oder stellen, dass das gesendet werden kann. Also auf den Tribünen hier, jedenfalls hier oben auf der Pressetribüne, kann man davon ausgehen, dass es relativ freundlich zugeht. Und Enrico Kickeritz mit einem eklatanten Fehlpass über 25 Metern, aber das können die Leute erstmal klären. Sven Seitz kommt aber im Nachgang nicht an diesen Ball ran. Backhausen mit Kopfball, Weiterleitung. Und der Achter von Lok bringt den Ball an den 16er und da gibt es schon wieder den Wimbel vom Linienrichter Martin Schwemmin und es ist Abseits gewesen und die Deutschen dürfen einen Abseitsfreistoß ausführen. Die laufen ja immer noch neben 1-0 Rückstand hinterher, aber so ein hundertprozentiges Aufbäumen ist noch nicht zu erkennen. Wobei man aber sagen muss, beiden Mannschaften fehlt ja immens viel Spielpraxis. Lok Leipzig ist da noch ein bisschen mehr gezeichnet. Die haben ja das letzte Punktspiel im November gehabt. Und dann ein Foul im Mittelfeld an einem Leutscher, nachdem der Schiedsrichter Vorteil laufen lassen hat. Also vor uns auch schon mal gelb gezickt, aber hier lässt er Gnade ergehen. Und es gibt bloß den Freistoß für die Leutscher. Und da hat der Spieler von Lok mit der 9, der ja schon gelb gewonnen, verwarnt ist. Benjamin Braunholz, haben wir die letzte Ansage gekriegt, hat er schon wieder gemeckert. Und Ball in der Hälfte der Leute. Schubi, schön rechts rausgelegt. Da habe ich gedacht, da schießt eigentlich selber auf Daniel Heinze. Er hat jetzt wieder zu tun, umringt fast von dreien und setzt sich da durch. Schön am linken, rechten Strafraum weg und schießt direkt. Und ein Lokspieler klärt im Strafraum per Kopf. Und jetzt werden die Fans da hinten munter. Die Grün-Weißen, es gibt jetzt die erste Ecke. ...41. Spielminute, Ecke von rechts. Ball kommt in den Strafraum herein. Kökeritz legt quer und Lok kann klären. Adler setzt nochmal nach. Barwinek schön auf Adler gespielt. Adler kann den Ball aber nicht richtig mitnehmen. Zu schlecht, der Pass nach vorne, aber noch ein Wurf. Kuckelt, läuft rechts rüber. Wieder in den Strafraum rein. Wir können Lok erstmal per Kopf klären. Da steht das gerade auch noch ein Bedrängnis gesehen eines Lok-Spielers und somit Freistoß aus dem Strafraum der Lokomotive. Etwas über 3 Minuten noch offiziell zu spielen hier in der ersten Halbzeit. Und Lok hat den Ball im Mittelfeld jetzt erstmal kurzzeitig verloren. Haben sich aber wieder erobert. Kuckelt hat den Ball erstmal dazwischen. Fehlpass auf Markus Krug. Und der kriegt jetzt auch den Freistoß, weil Schubi dazu hart eingestiegen sein soll oder zu eingestiegen ist. Führen schnell aus auf die linke Seite. Da hat nämlich drüben dann wieder unser Zweier Christopher Kuckel zu tun. Und der schlägt den Ball erstmal in Seiten aus. Also es sieht noch nicht so aus, dass der unser Radiomitarbeiter, der Dirk, der die Heimspieler moderiert und die Anmoderation hier beim Radio gemacht hat, heute hier seine Haare verlieren muss. Hat er angekündigt, bei Derby-Sieg lässt er sich die runterscheren. Und bekanntlich führt Lok Leipzig ja hier in diesem
Nachholspiel im vierten Versuch vom ersten Spieltag mit 1:0. Jetzt haben die Leute erstmal einen Pass von Lok Leipzig geklärt und dann tut hinten Felix Weiß rumzaubern. Hat das aber noch Gott sei Dank gelöst. Fast den Ball verloren. Jetzt gibt es den nächsten Freistoß. Wieder Freistoß für die Grün-Weißen. Und die Zeit verrinnt. 44. Spielminute läuft. Es geht auf die letzte Minute der offiziellen Spielzeit der ersten Halbzeit zu. Schön über links gespielt. Sven Seitz schon wieder am linken Strafraum weg. Aber da klärt Sebastian Seifert gegen den heranbrausenden Sven Seitz. Einwurf ausgeführt und dann Robert Adler fast den Ball verloren. Scholze bringt ihn an den Elfmeterpunkt, aber er kommt nicht so richtig zum Kopfball, setzt aber auch nicht so richtig nach. Und Lok kann hinten in aller Ruhe den Ball erstmal rausspielen. Kuckels hat den Ball nochmal nach vorne gebracht auf Daniel Heinze. Daniel Heinze rechts Richtung Eckfahne unterwegs. Bringt den Ball, schießt einen Lokspieler an die Füße. Zweite Ecke und das eine halbe Minute offiziell vor der Halbzeit. Also es wäre schon nicht schlecht, wenn hier noch ein Tor fallen würde. Aus deutscher Sicht. Ecke von der rechten Seite. Ball kommt an den 5 Meter Raum, Kopfball und links am Tor vorbei. Sven Werner oder Mario Scholze müsste es gewesen sein. Mario Scholze war es gewesen, der den Kopfball links am Tor vorbeigehauen hat. Lokspieler liegt noch im Strafraum, steht jetzt aber schon wieder auf. Und Jan Evers von Lok Leipzig kann jetzt den Ball nach vorne bringen. Ich habe leider nicht erkennen können, wie viel Nachspielzeit es hier geben soll. In dieser ersten Hälfte. Wir sind schon in der Nachspielzeit. Ball im Mittelfeld kommt er runter, Matthias Runderweg, Kopfballverlängerung und Freistoß für die Leutscher. Zwischen Tor und Mittellinie bei Lok in der Hälfte auf der linken Seite. Daniel Heinze wird ausführen. Bringt den Ball in den Strafraum rein, hat einen 5 Meter Ball und da rutschen zwei Leutscher am Ball vorbei und der Ball streicht ins Tor aus. 3 Meter rechts am Tor vorbei und das war die letzte Aktion in dieser ersten Halbzeit hier beim Derby. Spielstand seit der 6. Minute führt Lok Leipzig mit 1:0. Nachdem Görke einen Freistoß direkt durch die Leutscher Mauer und direkt durch Felix Weiß seine Füße ins Tor kullerte. So, wir sind dann nach der Hälfte oder nach der Pause zur zweiten Hälfte pünktlich wieder da und hoffen auf ein weiterhin spannendes Spiel hier im ehemaligen Leipziger Zentralstadion bzw. jetzt RB Arena, wo die Platzverhältnisse nicht besonders gut sind, aber hier kommt ja neuer Rasen. So, beide Mannschaften sind wieder auf dem Feld und ich übergebe das Mikro wieder an den Erik. So, da sind wir wieder. Der Erik hier am Mikrofon. Es ist angerichtet zur zweiten Hälfte. Ihr habt es vielleicht gehört, Lok Leipzig hat gewechselt.
mit der 22 im ersten Einsatz für Lok ausgewechselt. Nach den ersten 45 Minuten wurde Sebastian Kiebak und für ihn neu im Spiel mit der 23 Markus Saalbach. Wir kommen nachher nochmal auf die Aufstellung zurück und Halbzeit stand immer noch seit der 6. Minute 1:0 für Lok Leipzig. Ein Freistoß aus 35 Metern von Thorsten Görke, dem Mannschaftskapitän bei Lok, durch die Mauer und durch die Füße von Sachsen-Torwart Felix Weiß. Landete im Tor. Und somit der 1:0 Spielstand. Viele oder einige Chancen auch in der Folgezeit. Allerdings muss man ehrlicherweise auch sagen, die Hochkaräter, die hatten die Blau-Gelben hier im Spiel. Und wenn man mal auf die Derby-Statistik zurückblickt, 58 Derbys insgesamt wurden schon gespielt. Die letzten beiden endeten ja bekanntermaßen beide 0:0 hier an dieser Spielstätte. Davon konnte der FC Sachsen 23 Mal gewinnen bei 13 Unentschieden und 22 Niederlagen. Und die Leutscher an der linken Seite jetzt mit Einwurf. Spielen von links nach rechts. Lok Leipzig, die Blau-Gelben von rechts nach links. Und es gibt die erste Ecke in der zweiten Hälfte für die Grün-Weißen von der linken Seite. Ball liegt. Grischa Schubidice hat den Ball sich hingelegt. Schiedsrichter gibt jetzt den Ball frei. 48. Spielminute. Ball kommt am Elfmeterpunkt und Lok hebt erstmal ab. Nachschussgelegenheit von Robert Adler. Aber sein Ball bleibt im Strafraum hängen. Da muss er zurück und erst einmal zu Felix Weiß spielen. Und Neuaufbau der Leutscher. Nochmal schnell zu den Aufstellungen der beiden Teams. Lok Leipzig im Tor mit der Nummer 1 Jan Evers. Dann im Spiel mit der 2 Benedikt Seipel, mit der 3 Markus Krug, mit der 8 Jens Werner, mit der Nummer 9 Benjamin Braunholz, mit der 12 Neuzugang Heiner Backhaus, der vor einiger Zeit noch das grün-weiße Trikot anhatte, mit der 13 Stefan Knof, mit der 15 Sebastian Seifert, mit der 17 Mannschaftskapitän Thorsten Görke, mit der 18 Pavel Devati und in der zweiten Halbzeit mit der 23 Markus Salber. Der FC Sachsen, die jetzt gerade wieder den Ball hinterherlaufen und Lok über die rechte Seite kontert, schon rechts im Strafraum drin ist und da abgedrängt werden und der Ball wird schön abgeschirmt und ins Tor ausgelassen. Abstoß von den Leutscher Kasten. Der FC Sachsen in immer noch der Startformation der ersten 45 Minuten im Tor mit Felix Weiß, der Nummer 1. Weiterhin auf dem Feld mit der 2 Christopher Kuckel, mit der 5 Sven Werner, mit der 8 Mario Scholze, mit der 9 Andre Barwinek, mit der 10 Quischer Schubidice, mit der 11 Daniel Heinze, mit der 12 Sven Seitz, mit der 15 Mannschaftskapitän Enrico Köckeritz, mit der 16 Matthias von der Weth und mit der Nummer 20 Robert Adler. Wieder der Blick aufs Spielfeld und da gibt es einen Freistoß für die Leutscher. Vielleicht 7-8 Meter von der Torauslinie entfernt auf der rechten Seite, aber auch außerhalb vom Strafraum. Grischa Schubidice legt sich diesen indirekten Freistoß zurecht. 50. Spielminute läuft. Der Schiedsrichter gibt den Ball frei. Ball kommt am 5-Meter-Raum. Barwinek kommt nicht zum Kopfball. Ein Lokspieler köpft ab. Kriegt auch den Freistoß, weil Barwinek wohl geschoben haben soll. Er kriegt jetzt die Ermahnung vom Schiedsrichter. Keine gelbe Karte. Weiß auch nicht, welcher Lokspieler da unten noch behandelt werden muss. Wenn ich das richtig sehe, Kindes. Die 3 seien Markus Krug.
So, ihr habt vielleicht leise im Hintergrund gehört. 10.600 Zuschauer verfolgen dieses Spiel hier live in der RB Arena. Und die 17, Thorsten Görge war verletzt oder musste behandelt werden, ist schon wieder im Spiel. Und da hat Sven Seitz den Ball erobert, schön links rausgelegt auf Kwiza Schubidica, aber der kommt nicht zum Zuge. Da ist vor ihm ein Lokspieler und kann erstmal den Ball ins Seitenhaus klären. Wir haben uns vorhin noch mit den Kollegen von Lokruf unterhalten. Wir meinten, wir haben ein bisschen arge Bedenken wegen der Kondition bei den Blau-Gelben. Und zurzeit spielen auch nur die Grün-Weißen. Aber die haben auch nicht die hochkarätischen Chancen. So ein richtiges Durchkommen ist noch nicht. Und Dirk Heine an der Linie hat das wohl auch schon des Öfteren bemerkt. Mario Scholz im Mittelfeld den Ball, rechts raus geschlagen, aber da ist Jan Evers zur Stelle. Der Ball kommt nicht mal im Entferntesten zu unserer Nummer 11, zu Daniel Heinze. Und Lok schon wieder im Vorwärtsgang. Wird geblockt. Backhaus im Nachgang auf der rechten Seite. Den Ball rübergelegt. Und Lok schon wieder fast an der Grundlinie. Bringt sie den Ball flach rein und erklärt erstmal die Leutscher. Wieder der Ball am 16er für Lok zum Schuss bereiten. Da liegen die Leutscher am Boden. Können den Ball erstmal mit Mühe und Not nach vorne bringen. Und jetzt pfeift der Schiedsrichter ab, weil ein Lokspieler immer noch verletzt am Boden liegt und die medizinische Abteilung darf aufs Feld und den verletzten Spieler behandeln. Und die Leute werden wohl den Freistoß zugesprochen bekommen. Oder den Schiedsrichter bei. Und wir können sagen, nach 53 Minuten der Spielstand von 1:0 von den Chancen der ersten Halbzeit immer noch verdient für die Blau-Gelben. Und das würde in der Tabelle bedeuten, dass Lok Leipzig erstmal, vorausgesetzt es bleibt noch 90 Minuten auch bei diesem Erfolg, den Relegationsplatz 14 belegt und Halle damit auf einen Abstiegsplatz setzt. Und für die Leutscher, den FC Sachsen, hätte das keine weiteren Auswirkungen. Die würden bei 20 Punkten bleiben und weiterhin den 7. Tabellenplatz behalten. Und Lok wechselt aus. Benjamin Frauenholz, der auch schon gelb vorbelastet war, verlässt das Spielfeld und für ihn mit der 10 René Häusel, der war ja mal Dauertorschützen bei den Leutschern, bei den Lok-Spielern. Konnte sich aber nicht wieder so richtig in Szene setzen. Und Lok kontert über die linke Seite. Ist im linken Strafraum eingedrungen und dann ein Schützchen auf Felix Weiß, der den Ball diesmal sicher halten kann. Leider sind wieder so kleine Akzente, die die Blau-Gelben hier gegen die Grün-Weißen setzen. Barwinek hat da einen Einwurf rausgeholt, nach vorne gespielt. Aber Kwiza Schubidica kommt dann gar nicht richtig zum Zuge, weil schon wieder ein Foul. Daniel Heinze, da hat er den 13er Stefan Knof beackert. Liegt noch am Boden. Steht aber schon wieder und der Freistoß für Lok kann ausgeführt werden. Jan Evers legt sich die Kugel zurecht. Kommt ja mal fast so was wie Derby-Charakter auf. Das blau-gelbe Lager ruft sich ihre Kennzeichen von Tribüne zu Tribüne zu. Währenddessen auf dem Feld schon wieder
der 15er Sebastian Seifert liegt und Freistoß erhält. Das kann sie nun schon in der Leutscher Hälfte. Ausführen wir den Torschütze Thorsten Görge. Er bringt den Ball an den Elfmeterpunkt, er rutscht durch und ein nächster Lokspieler ist da und es steht 2-0. Und das war Pavel Devati. Schon wieder ein Freistoß, er rutscht durch bis vors Leutscher Tor und da stehen zwei Leutscher rum, gucken hinterher, wie sich, ich denke mal, dass es Pavel Devati war, die Kugel schnappt und an Felix Weiß links vorbeischiebt. Und das Ganze 56. Spielminute. Ich würde sagen, der, ja. Ich bin gespannt, ob das hier auch so gesehen wurde. Auf dem Feld. Die Leutscher ringen um die Fassung. René Heusel. Gucke an, da habe ich mich doch arg verschaut. Ins Spiel gekommen und ein Tor gemacht. Gucke an. So schnell kann es gehen. Und der Ball rutscht schon wieder durch die Reihen. Felix Weiß hinten mit Ball am Fuß. Links raus. Und das Ganze jetzt schon in der 58. Spielminute, die hier läuft. Lok Leipzig führt gegen den FC Sachsen 2-0. Freistoß für die Leutscher. Grisha Schubidice steht am Ball. Und das von der linken Seite. Warten wir noch die Freigabe vom Schiedsrichter. Allein die Leute schon wechseln. Matthias von der Weed geht wohl raus, wenn ich das sehe. Und verletzt. 59. Spielminute, der Verletzte. Kevin Kittler kommt ins Spiel. Und der Freistoß kann ausgeführt werden. Grisha Schubidice. Ball kommt vor den 5-Meter-Raum. Kopfballverlängerung. Evers ist zur Stelle vor André Barwinek. Unsere Gäste wechseln aus in der 59. Minute für die Nummer 16 von der Leutscher mit nächsten Spielabbau aus der eigenen Hälfte. Aber locker im Abköpfen. Einwurf auf der anderen Seite, auf der gegenüberliegenden Spielfeldhälfte. In der Hälfte, kurz hinter der Mittellinie bei Lok. Einwurf ausgeführt. Fehlpass eines Leutschers. Nächster Versuch. Kugelt mit Ball am Fuß zurück auf Köckeritz. Köckeritz den Ball wieder nach vorn hoch eingeschlagen. Aber da kommt Schubi nicht an den Ball. Der Lokspieler lässt den Ball schön ins Ausgehen. Unterschied frischer dann ein Schubsen von Schubi erkannt und pfeift somit auf den Freistoß.
von der Tabellenposition waren die Grün-Weißen heute Favorit. Wenn man die Spielsituation hier vor Ort betrachtet und eigentlich die erste Hälfte sieht, führt Lok hier verdient. Und das trotz Derby. Mal schauen. Wir haben noch eine knappe halbe Stunde hier zu spielen. Und die Leutscher hinten aus der Abwehr mit keinen allzu großen konstruktiven Sachen nach vorn. Lok schon wieder mit hohem Pass in den Strafraum und einem langen Bein eines Lokspielers, der dann noch an die Kugel kommt. Und den Ball 4 Meter links neben das Gehäuse von Felix Weiß schiebt. Kevin Kitzer hat sich etwas im Mittelfeld einsortiert. Mario Scholz ist dafür ein bisschen zentraler vorgerückt, unterstützt Sven Seitz und André Barwinek. Auch Grisha Schubidice belebt mehr jetzt die Außen. Das ist das Taktische, was ich bei den Leuten schon erkennen kann, aber wie gesagt, Chancen zurzeit noch Mangelware. Jetzt kommt mal ein hoher Ball, fast in den Elfer, den kann aber Lok ordentlich rausköpfen. Backhaus schlägt den Ball hoch weg. Im Mittelfeld dann die Leute, weil Lok sich jetzt ziemlich zurückfallen lässt. Doppelpass, Seitz mit Adler. Adler schießt, aber 4 Meter links am Tor vorbei. Und als richtige Chance kann man es auch nicht unbedingt werden, aber es war mal wieder eine Art Lebenszeichen der Grün-Weißen hier in diesem Derby. Die Leute haben ja ihr nächstes reguläres Punktspiel auch erst in 2 Wochen wieder. Das ist auch noch eine ganze Weile hin. Da trifft man am Sonntag den 13.02. in Luckenwalde auf den nächsten Gegner um Oberliga-Punkte. Die stehen ja hinter den Leutschern. Jetzt gibt es einen Freistoß für die Leutscher. 25, 30 Meter halblinke Position vom Tor entfernt. Lokomotive Leipzig in der Vorbereitung eigentlich keine soliden Leistungen gezeigt. Aber heute führen sie 2-0. Wir warten auf die Freistoßausführung. Daniel Heinze bringt den Ball in den Strafraum am Elfmeterpunkt erstmal rausgeköpft. Den legt sich nochmal Sven Werner hin und er verliert das Duell. Lok kann kontern über die rechte Seite. Da muss Robert Adler sich sputen, um an den Lokspieler dran zu bleiben. Der bricht aber ein bisschen ab und lässt das mal nachrücken. Spielt zurück. Können sie ja auch machen, haben ja alle Zeit der Welt bei einer 2-0-Führung. Dann ein Foul. Und es gibt Freistoß für Lok Leipzig. Also kein verbissenes Ortsderby, was wir heute hier im Stadion erleben dürfen. Bei guten äußeren Bedingungen allerdings der Rasen, der morgen dann schon aus der WM-Arena rausgekarrt wird, gezeichnet. Und die Leutscher kriegen die Nülle nicht mehr aus ihrer eigenen Hälfte. Machen die Blau-Gelben dadurch stärker. Jetzt muss schon Sven Seitz die Bälle holen, damit Lok einen Freistoß ausführen kann.
Ja, mit nicht so viel Zeit ins Land streit. Also ich kann mich eigentlich schon festlegen, das Ortsderby ist Geschichte. Und 3 Punkte nehmen wohl die Blau-Gelben weg. Oder mit. Freistoß bleibt diesmal an der Mauer. Mal hängen an der Zweimann-Mauer und Backhaus im Zweikampf. Gewinnt er einen Kopfball-Duell und drüben im Strafraum muss sich Robert Adler gegen einen Lokspieler durchsetzen, der den Ball erfasst noch hat, aber dann der Ball doch noch im Aus landet. Jetzt geht es über die linke Seite, Schubi Dietze. In Mitte gespielt, Kittler. Kittler auf Köckeritz. Neuer Aufbau, der Leutscher. Wieder zu Kittler. Kittler auf Scholze. Scholze auf Schubi Dietze. Schubi Dietze, schön ausgetanzten Lokspieler. Da gehört aber dreimal um sich rum. Kommt aber fast noch durch und kriegt den Freistoß. Am vierten bleibt er dann hängen an Dorsten Görge. Der lässt das Bein stehen. Und wieder 25-30 Meter. Freistoßmöglichkeit für die Grün-Weißen. Etwas halblinke Position. Bin ich mal gespannt, was sie sich diesmal einfallen lassen. Der Schiedsrichter tut das mal die Mauer noch etwas zurückbordern. Kuckelt steht am Ball, Schubi steht am Ball, Heinze und Kuckelt schießt und der Ball bleibt, rutscht von der Mauer ab und erstmal aus dem Strafraum. Dann Hinterhaltschuss eines Leutschers und das war Sven Klammer gewesen. Der Ball 3-4 Meter rechts oben am Tor vorbei. Und wieder geht 4 Zeit ins Land. Nein, noch einen Wechsel und Lok Leipzig wechselt nochmal. In der nun schon 67. Spielminute kann man schon eigentlich die 68. Spielminute hinschreiben. Nummer 6 kommt, Christoph Schulz. Mal gucken, wer das Spielfeld verlässt. Die Nummer 18 geht vom Feld, Pavel Devati. Wieder in der Leutscher Hälfte, muss Enrico Köckeritz einen Kopfball ansetzen in Seiten aus, um den Ball erstmal hinten zu klären. Und der Einwurf von Lok, der hat noch Zeit. Kommt jetzt an den Elfmeterpunkt fast. Erstmal abgeköpft von den Leutschern, da wird Schobi auch noch gehalten. Hinterhaltschuss und der nächste Treffer, wollte ich gerade sagen, aber Felix Weiß ist unten, kann den Ball erstmal abklatschen. Und der Lokspieler hat den Ball immer noch in der Hand. Am Fuß, Entschuldigung. Aber war auch schon zwischenzeitlich im Haus. Also noch eine Riesenchance jetzt für Lok. 69. Spielminute. Hat er 25 Meter Hinterhaltsschuss links abgewehrt. Und von den Leutschern in der zweiten Hälfte keine klare Torschance bisher. Jetzt im Strafraum sein Seitz, aber Lok leert den Ball nach draußen. Drehung und da sind sie schon wieder unterwegs, die Blau-Gelben über die linke Seite. Nach vorn gespielt und der ist zu weit. Felix Weiß aus dem 16er raus kann erstmal klären. Lok baut neu auf in der eigenen Hälfte. Ziehen erstmal den Ball wieder zurück. Spielen zum eigenen Torwart, zu Jan Evers. Rücken die Leute schon ein bisschen nach. Er schlägt den Ball erstmal wieder Richtung Mittelfeld. Kuckelt gewinnt das Kopfballduell. Und ein Pass nach vorne. Und Sven Seitz, ist er da lang genug? Der kam ja eigentlich von hinten. Also knappe Abseitsentscheidung, aber wir gehen mal davon aus, dass das Aline Richter aus unserer Position hier schwer zu erkennen richtig eingeschätzt hat. Und es geht weiter hier mit Abseitsfreistoß. Robert Adler hat noch einen Krampf und liegt am Boden. Dann muss nochmal die medizinische Abteilung rein.
Haben wir immer noch den Eindruck hier. Es gab schon Derbys, da war hier mehr Feuer drin, ob es nur von den Rängen ist oder auf dem Feld unten. Oder ob es an der Spielklasse der Oberliga liegt, man weiß es nicht. Block für 2-0. Es ist verdächtig ruhig im Stadion. Auf dem Rasen tut sich nicht sonderlich viel. Block verwaltet. Die Leutscher sieht so aus, als wenn sie es nicht können oder wollen. Wobei die Vorzeichen so aussahen, dass eigentlich alle von einem etwaigen Sieg der Grün-Weißen ausgegangen sind. Wobei die Dürres ja immer, wie man so schön sagt, die eigenen Gesetze schreiben. Der nächste Freistoß für Lok. Da hat sich schon der gelb vorbelastete Christopher Kuckelt wieder zu stark eingesetzt gegen einen Lokspieler. Es gibt Freistoß, führen sie schnell aus. Schiedsrichter pfeift zurück. Andere Stelle. Und da macht es jetzt der 17er, Thorsten Görge. Ball kommt an die Strafraumgrenze, abgeköpft von Köckeritz. Aber Lok schon wieder den Ball erobert auf der linken Seite, der 15er. Sebastian Seifert nach vorne gelegt und dann tut unser Christopher Kuckelt im grün-weißen Trikot den Ball absperren erstmal raus und Dirk Heine wechselt. Zum zweiten Mal. Florian Felge kommt in der 73. Minute. Und für ihn verlässt das Feld, glaube ich, Robert Adler. Ja, es müsste Adler sein von der Statur her. Und Spiel läuft wieder. Leutscher mit Ball im Fuß hoch nach vorne gebracht. Aber die Lockabwehr ist da. Und kommt noch im Strafraum einen Freistoß. Daniel Heinze soll da noch ein bisschen unfair zu Werke gegangen sein. Schon mal wieder ein Kopfballduell gewonnen. Der Ball nach vorne landet aber auf einen Kopf eines Lokabwehrspielers. Die kriegen jetzt auch noch Freistoß aus der eigenen Hälfte. Und es tut sich nicht mehr so richtig viel da unten auf dem Feld. Grüner Rasen kann man ja leider nicht sagen. Er war mal grün. Aber am Rasen hat es nicht gelegen. Und an der Chancenverwertung auch nicht unbedingt, weil viele Chancen haben wir nicht gehabt. Ich weiß nicht, ob es eine Kopfsache war, die Mannschaft hier auf den Punkt hoch zu pushen. Die Blau-Gelben einfach den Tick besser. Dann das Glück mit diesem Freistoß, dass unser Torwart da so einen Fehler macht, den durch die Beine rutschen lässt. Aber alles in allem die Führung verdient. Jetzt gibt noch Sebastian Seifer den gelben Karton gezeigt von Lok Leipzig wegen eines Fouls. 75. Spielminute. Und der Fallfreistoß, den aus der eigenen Hälfte schießt den Enrico Köckeritz, einer derjenigen, die heute Nachmittag oder Abend noch nach Österreich
abfahren müssen. Und dennoch die Freigabe hier erhalten haben für dieses Spiel. Kevin Kittler ja auch jetzt im Spiel. Noch halb verletzt, der dann auch noch dort die Skiprüfung, oder wie es auch heißen mag, dort absolvieren muss. Gehört alles zum Studienprogramm. Waren ja 4 Spieler beim FC Sachsen. Was auch daran lag, dass man da im Kopf nicht so richtig frei war. Ich weiß es leider nicht. Und der Ball trudelt mal von den Blau-Gelben, mal von den Grün-Weißen am Mittelfeld. Und Barwinek hat schon mal links den Ball erkämpft, ist nun ins Ausgelaufen mit dem Leder oder dem Kunststoffgerät. Einwurf für Lok. Barwinek schon wieder mit Ball am Fuß, diesmal kurz rübergelegt und da kann der Lokspieler noch klären. Einwurf für die Grün-Weißen. Durchlaufen lassen, den Ball in den Strafraum rein, lockern, klären. Keine konstruktiven Aktionen der Grün-Weißen. Das hat schon mal in der ersten Halbzeit angesprochen. Unser Heimkommentator für die Heimspiele, der Dirk, der für das Fernsehen und das Radio die Spiele kommentiert, wollte sich ja bei einem Derby-Sieg der Grün-Weißen hier die Haare vom Kopf nehmen lassen. Davon ist er sehr, sehr weit entfernt. Also die Haare bleiben dran. Die Leute schon mal mit einem Freistoß in den Strafraum an den Elfmeterpunkt abgeköpft in den Lok. Evers mit einer Faust erstmal. Seitz, da wurde er gefoult und es gibt Freistoß. 18 Meter Torentfernung. Mal wieder. Vielleicht eine Chance, man weiß es nicht. Hat gerade jemand gezeigt, wie der Ball ins Tor muss. Schubidice steht bereit. Daniel Heinze steht bereit. Hinten sichert Flo Felge ab mit Sven Werner. Der Rest alles im oder um den Block Leipzig-Strafraum versammelt. Um es nochmal spannend zu machen, müsste der Ball jetzt reingehen. Kriegt noch jemand aus der Mauer bei Lok Leipzig eine gelbe Karte? Birke? Lok Mauer muss noch einen Schritt hinter. Stehen auch ein paar Leute schon mit ringsrum. Töcki, Enrico Friedrich. Und nun bin ich gespannt. Heinze schießt in die Mauer. Nachschussgelegenheit für Schubidice und Gürke klärt, nicht Gürke, Jan Evers, der Torwart von Lok Leipzig, klärt zur Ecke. Schubi kriegt den Ball nicht mehr rum. Nach Ecken führt der FCS 4:2. Nach Toren legen sie 2:0 hinten. Kopfball genau in die Arme von Jan Evers. Ein Köckeritz-Kopfball nach dieser Ecke. Zufrieden die Zeit, 80. Minute läuft. Felix Weiß durfte mal wieder einen hohen Ball halten und da muss ich jetzt drüben unser Siemer, unser kleiner Siemer, Flo Felge gegen den Lokangreifer durchsetzen. Schirmt den Ball ab, Ball im Tor aus. Und der nächste Wechsel bei den Leutschern.
Wen holt Jörg Heine vom Feld? André Borbine geht. Die Spielminute. Und Fabian Schössler betritt das Spielfeld. Ich habe immer noch nicht den Eindruck, dass die Leute hier nochmal irgendwann auf das blau-gelbe Tor schießen können. Jedenfalls gefährlich. Einwurf für die Leute in der Hälfte von Lok Leipzig. Ball kommt an den fast 5 Meter Raum, Kopfball, Hinterkopfverlängerung von einem Leutscher, aber der Ball geklärt. Und dann Sven Werner einen Lokspieler umgestoßen. Freistoß. Für Lok Leipzig aus der eigenen Hälfte. Und was ich schon seit der 60. Minute sage, das Spiel ist gelaufen. Lok Leipzig wird wohl dieses Derby hier in der RB Arena in Leipzig für sich entscheiden. Gibt es noch einen gelben Karton für einen Lokspieler? Ne, gelb-rot. Gelb-rot. Kann ja eigentlich bloß Sebastian Seibert gewesen sein. Hilft den Grün-Weißen aber auch wenig. Selbst wenn Lok hier in Unterzahl ist, hier müssten Tore her. Aber wir können ja so titeln, dass wir nicht wollen, dass Lok absteigt, um weiter solche Derbys zu erleben. Und Lok schlagen hinten die Bälle raus. Spielt sich eigentlich alles bloß noch in der Hälfte von Lok ab. Und keine Chancen zu erkennen für die Grün-Weißen. Jetzt kommt mal ein Ball an den 5 Meter Raum. Dann mehr oder weniger von Sven Seitz bloß vom Hinterkopf der Ball abgetropft in den Lok Leipzig Torhüters Arme Jan Evers. Ja, den Ball jetzt in Seiten ausschlägt. Nächster Einwurf für die Leutscher. Das ist doch verkuckelt, bringt den Ball. Wollte ich gerade sagen, aber mehr oder weniger fast ein Fehlpass gewesen. Lok kann das mal klären. Köckeritz mit Pass in den Strafraum kann Lok erstmal rausköpfen. Der nächste Lokspieler hat ihn aber nicht ins Aus. Der versucht ihn jetzt kontrolliert nach vorne zu spielen. Und das schaffen sie auch. Kekoritz kann da aber klären. Gegen René Häusel. Den Torschützen zum 2:0. Aus der 56. Spielminute. Ausgeführt, lockt den Ball nach vorne, kugelt, passt auf, den Ball aber verloren, aber hinten Felix Weiß hat den Ball. Die Leute versuchen ganz aufzuhören und jetzt macht sich mal der Lok bemerkbar, oh wie ist das schön.
4,5 Minuten vor dem offiziellen Ende. Die Leute schon mal einen Ball gewinnen, jetzt den Ball zu weit nach links gebracht, da kommt aber auch Schubidice nicht mehr ran. Ball im Tor aus. Und der Herr Evers hat alle Zeit der Welt. Also scheint es beim Ortsnachbarn aus Probstheida zu laufen. Mitgliederversammlung laut Fanmeinung gut verlaufen. Heute der Derby-Sieg. Schnelle Freistoßausführung und da versuchten sie Felix Weiß zu überlisten, der da ein bisschen vor seinem Tor steht und der Ball senkt sich aber links neben Tor. Und die Leute mit Ball am Fuß aus der eigenen Hälfte. Wieder hoch nach vorne. Da vorne ist bloß wenn seid, da muss ich da gegen 3-4 Leute behaupten, der Rest nachrutscht. Jetzt gibt es nochmal Freistoß. Da hat sich unser eingewechselter Fabian Schössler gegen zwei Lokspieler durchsetzen versucht. Wurde da etwas unfair gebremst. Außerhalb vom Strafraum ist das allerdings. Torentfernung 10-11 Meter. Schubi wird den indirekten ausführen. Grisha Schubi-Dietze, der Mann mit der meisten Erfahrung hier auf dem Platz. Ball kommt, Evers faustet den Ball aus dem 5-Meter-Raum. Wieder der Ball hoch an den 11-Meter-Punkt. Und jetzt eine Gurke von einem Hinterhaltsschuss. Florian Felge müsste das gewesen sein. Der Ball senkt sich rechts nebenüber das Blocktor. Und das ist der Grund für den B-Block Zwischenbewegung zum Ausgang zu setzen. 2 Minuten vor Spielabpfiff. Hinten klärt Lok bloß noch die Bälle hoch raus. Die Leute haben kein probates Mittel, hier noch zu irgendwelchen Chancen zu kommen. Immer nur die Bälle hoch nach vorn. Seitz, Kopfballverlängerung in den Strafraum rein, kretschen Lokspieler, kriegt ihn sogar noch einen Freistoß. Aus dem eigenen 16er. Also der Kuchen hier ist gegessen. Im Mittelfeld noch mal einen Freistoß zugesprochen bekommen. Zu schnell ausgeführt, Schiedsrichter pfeift zurück. Schon nochmal mit hohem Ball in den Strafraum rein und da kommt nochmal, wollte ich gerade sagen, wäre nochmal rangekommen, hier kommt nochmal eine Ecke. Fünfte Ecke für die Grün-Weißen im Spiel. Und aus dem Block fliegen Sachen aufs Spielfeld an die Eckfahne.
müssen sich auch nicht wundern, wenn der Schiedsrichter hier nochmal kurz unterbricht. Muss man auch nicht machen bei einer 2-0-Führung, muss man dazu sagen. Steffen Kubalt steht auch mit in der Ecke. Lokspieler räumt erstmal die Becher wieder und die Wurfgeschosse vom Feld in der Eckfahne. An die 90 Minuten sind um. Das muss man nur wirklich machen, sportlich nicht fair. Eckball kommt in den Strafraum, Kickeritz aufs Tornetz. Geköpft. Leider nicht gesehen, was der Schiedsrichter hier angezeigt hat, was es für Nachspielzeit noch gibt. Nachspielzeit läuft. Wir befinden uns schon jetzt genau in der 48. Spielminute. 3 Minuten sind wir schon drüber, aber das war ja gerade die Unterbrechung. Deutscher im Strafraum, Lockleert. Zeit liegt, aber Einwurf gibt's. Ball kommt in Evers seine Arme. Na, den Ball sicher. Lässt sich noch theatralisch fallen, haben ja auch alle Zeit der Welt. 2-0 Führung. Der Schiedsrichter pfeift in diesem Moment ab. Endstand zwischen Lok Leipzig und dem FC Sachsen Leipzig. 2-0. Und ich kann auch als Leutscher Fan Seite sagen, verdient, mehr Chancen erarbeitet, diese auch konsequent genutzt. Die Leutscher waren meiner Meinung nach bloß auf dem Feld. Haben mehr reagiert als agiert. Ganz, ganz fair jetzt auch die Geste von den Kollegen von Lokruf, die uns auch gedankt haben.